Was macht man bei solchen Verträgen? Wir haben den Fall gehabt bei Unternehmen in der Fertighausbranche. Die haben das nicht gemacht. Die haben dann tatsächlich den Kunden teilweise 10.000, 20.000 Euro geboten, vom Vertrag zurückzutreten, weil die sonst 50, 60, 70.000 Verlust gemacht hätten durch die Materialsteigerung. Ja. Und das ist halt nicht witzig. Das ist wirklich ein riesiges existenzielles Risiko. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fachfirmen-Podcast. Ich bin der Marvin und ich sitze hier wieder mit dem Alex. Und heute haben wir auch wieder ein sehr, sehr brisantes und interessantes Thema für dich mitgebracht. Und zwar, ja, du weißt es, die Materialpreise erhöhen sich. Du musst deine Preise vielleicht anpassen oder du solltest deine Preise anpassen. Und für viele stellt das aber auch, ja, eine Frage dar oder ein Problem, ne? Oder es steht die Frage im Raum: Wie geht man damit um? Ne? Also Ja. wie geht man mit dieser Preiserhöhung um? Wie kommuniziert man das? Was macht man genau? Was muss man Und berücksichtigen? Genau, also es genau. sind ja viele Themen. Auch da wieder zum Einstieg, es betrifft alle. Also es ist jetzt nicht so, dass du betroffen bist, aber dein Konkurrent, der die gleichen Produkte macht, nicht. Das ist nicht der Fall. Also es betrifft wieder alle. Das heißt, wir haben auch da wieder Sachen, wo wir kreativ werden können. Das Erste, was man auf jeden Fall mal berücksichtigen sollte, ist, also ich habe viele kennengelernt, die sagen, ja, wenn das Material jetzt nochmal ein bisschen erhöht, nochmal der Preis erhöht, dann mache ich keinen Gewinn mehr, so, was halt gar nicht geht. Also du musst faktisch gesehen, es ist ja bei fast jedem so, dass eigentlich die Auftragslage gut ist. Wenn nicht, buch dir einen Termin mit uns, können wir drüber sprechen, alles kein Thema. Aber es sollte so sein, dass du generell mal ausgelastet bist, gerade vom Grundsatz her. Und dann hast du auch die Möglichkeit, Preise anzupassen. Ne? Es darf nicht sein, dass du auf Marge verzichtest, auf Umsatz verzichtest, weil die Preise sich 5% anheben und du nicht bereit bist, danach zu ziehen. Das funktioniert nicht langfristig. Das ist ein sehr kurzfristiges Denken. Das bringt dir kurzfristig vielleicht ein paar Aufträge mehr. Langfristig gesehen gehst du daran aber zugrunde. Und das muss dir einfach bewusst sein. Das heißt, du musst die Preise anheben. Das ist schon mal Punkt 1. Ne? Also es muss passieren. Du musst die Preise anheben. Jetzt ist die Frage, wie kommuniziert man es? Also vielleicht erster Punkt. Und der zweite Punkt ist noch, was mache ich mit Sachen, wo ich jetzt noch gar nicht den Preis kenne, den Endpreis? Ne? Zum Beispiel, wo Baugenehmigungen erstmal beantragt werden müssen, ich trotzdem aber schon einen gewissen Preis festsetze. Was mache ich damit? So, und da sind wir beim zweiten Punkt. Wie kommuniziere ich das Ganze jetzt eigentlich? Letzten Endes ist es so, dass auch da wieder das, wie gesagt, alle betrifft. So, jetzt kannst du einfach mal, nehmen wir mal ein Szenario. Du redest mit einem Kunden, du sagst ihm, passen Sie auf, wir haben ja vor 3 Monaten gesprochen über das Terrassendach. Das hat damals, sagen wir einfach mal, 10.000 Euro gekostet. Der Preis ist jetzt höchstens bei 11.000 Euro tatsächlich, weil das Material einfach teurer geworden ist. Ich gebe da die Materialsteigerung auch 1 zu 1 tatsächlich weiter. Also die Materialsteigerung waren tatsächlich jetzt 20%. Unser Materialwert liegt irgendwie bei 5.000 Euro. Kann man auch transparent sein, ist ja kein Problem, wenn du das möchtest. Ne? Das heißt, wir haben wirklich diese 1.000 Euro, die es mehr geworden ist, jetzt draufgelegt. Nicht 20% draufgelegt, sondern 10% draufgelegt, weil das der Materialanteil einfach ist. Fair. Wann sagst du das denn dem Kunden? Also wann sagt man das Vor dem dem Kunden? Kaufabschluss, also vor dem Vertrag auf jeden Fall. Bevor irgendein Vertrag zustande kommt, muss der Preis ja stehen. So. Hinterher ist natürlich immer blöd, ne? Exakt, exakt. Dann weißt du, okay, du bist bei 11.000 Euro, ne? Jetzt unterschreibt dir das alles super, du bestellst beim Hersteller genau für die dann 6.000 Euro die Ware, du kriegst die Ware dann ein paar Monate später und machst die Montage. So, fertig, alles gut. Ne? Was ist jetzt aber, wenn der Kunde sagt, ja, ich habe da aber noch bei einem anderen ja ein Angebot eingeholt und der macht eigentlich die gleichen Produkte, der liegt jetzt bei 10.500, lag der davor schon, ne? Der hat ja den Preis jetzt auch nicht angepasst, mit dem habe ich auch nochmal gesprochen. Und sie sind jetzt bei 11.000. Ne? Das stimmt ja irgendwie nicht, also das sind ja 500 Euro jetzt nochmal Unterschied, die 500 Euro ist bei ihm ja günstiger. So, jetzt ist natürlich okay, er macht irgendwie ähnliche Produkte. Nicht das gleiche, natürlich ist es nie das gleiche, das ist ja immer so. Aber es sind ähnliche Produkte. Wie können wir die 500 Euro jetzt argumentieren? Das ist relativ simpel. Man kann sagen, ja, okay, also erstmal, er macht natürlich nicht das gleiche, das ist klar, aber auch sein Hersteller hat die Preise angehoben. Es geht nicht anders, weil alle Hersteller angehoben haben. Das heißt, auch sein Hersteller nimmt 20% mehr. So, warum packt er das jetzt nicht drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, was passiert, wenn er es nicht draufpackt. Es wird nämlich Folgendes passieren: Er wird es bei vielen Kunden machen, wo er es nicht draufpackt. Er wird es auf seinen Gewinn verzichten. Er wird entsprechend keine Rücklagen haben. Dann geht mein Auftrag krachen und er ist im Negativen. So, was wird passieren, wenn er das jetzt ein paar Monate macht? Sagen wir 3, 4 Monate macht er das Ganze jetzt. Er wird in die roten Zahlen rutschen. Es funktioniert nicht anders. Man muss die Preise mitziehen, damit man letztendlich die gleichen Sicherheitsräume hat wie davor, weil ansonsten kann das Unternehmen langfristig nicht überleben, wenn mal ein Problem kommt. Das heißt, wenn du es bei dem machst, dann sparst du dir jetzt 500 Euro, hast aber ein relativ großes Risiko, dass das Unternehmen wahrscheinlich das nächste halbe, das nächste Jahr irgendwann riesige finanzielle Probleme bekommt, du nicht weißt, ob du deine Ware überhaupt bekommst, weil die einfach nicht mitkalkuliert haben. Ja? Wenn du jetzt sagst, die 500 Euro, die du dir sparst, ist jetzt Risiko wert, dass das Unternehmen vielleicht in 5 bis 6 Monaten eine Insolvenz anmeldet, weil sie eben nicht mitkalkuliert haben, weil sie vertrieblich zu schwach waren, das auch zu erklären, was ich dir gerade erkläre, ne? Dann mach das, ne? Und selbst wenn du noch dein Produkt gebaut bekommst und die in 2 Jahren erst pleite gehen daran, weil die vielleicht gute Rücklagen haben, weil die schon länger am Markt sind, dann hast du niemanden, der deine Produkte supportet. Ja. Ne? Also in jedem Fall verlierst du damit, mit diesem kurzfristigen Denken. Und das werde ich dem Kunden auch genauso erklären. Ja, man plädiert ja darauf auch eigentlich auf so ein allgemeines Prinzip, ne, Ja. des Kunden. Also Ja, genau. Er will ja langfristig gesehen immer den besten Support haben genau. und kurzfristig gesehen jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Euro sparen. Genau, also man spricht dann dieses Thema an und sagt, naja, also
jemand, der langfristig denkt, der würde sich halt sozusagen dann hierfür entscheiden und nicht. Da würde sagen, ich erhöhe den Preis lieber, genau, und verliere dann lieber ihren Auftrag, ja, als dass ich bei allen anderen Aufträgen das Risiko habe, dass die krachen gehen, weil ich überall selber Geld mitbringen, ja, muss. Genau, also der Kunde, der kann dann halt nachvollziehen, dass das, was du sagst, sinnvoll ist und auch, ja, sag ich mal, vernünftig ist. Ne? Ja. Du plädierst sozusagen auf die Vernunft auch. Ja. Und dadurch, dass das so ein allgemeines menschliches Prinzip sozusagen ist, wird der Kunde dann nicht sagen, ja, nee, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ne? Ja. Weil der möchte ja auch seinem, möchte auch seinem Prinzip sozusagen treu bleiben, ne? Es ist einfach nur ehrlich. Ja. Es ist genau das, was in der Realität abläuft, einfach nur ehrlich erklärt. Ich meine, wir alle verkaufen jetzt ja keine Drogen, kein Rauschgift oder so, wir haben alle seriöse Produkte, wo wir den Leuten wirklich helfen mit, und wir können auch ganz ehrlich erklären, was faktisch gesehen damit einhergeht, was Probleme damit einhergehen. Und was für Sachen aber auch bei der Konkurrenz zum Beispiel dadurch schieflaufen. Das kann man ganz ehrlich machen. Ja. Ne? Also das ist Punkt 2. Punkt 3, auch ganz wichtige Sache. Es gibt natürlich jetzt, also wenn das Szenario ist, wie in Punkt 2 beschrieben, die 11.000 Euro gehen zu dir oder von den 11.000 gehen 6.000 zu dir für die Anzahlung. Damit bestellst du Ware, kriegst die Ware in ein paar Monaten, alles easy, du hast kein großes Risiko. Wenn die Kosten in 6 Monaten viel teurer sind, egal. Ne? Das Einzige, was dich betreffen könnte, sind die Löhne, aber die werden sich wahrscheinlich in 6 Monaten nicht so krass ändern wie die Materialpreise. Aber du hast die Sachen ja schon davor bezahlt. Das ist kein Problem für dich. Jetzt wird es aber ein Problem, angenommen, du machst Wintergärten, du machst Häuser, größere Bauprojekte, die einen Bauantrag brauchen. Du machst mit dem Kunden heute aus, wie es aussehen soll, machst auch schon den Preis fest, jetzt macht er den Bauantrag, in 6 Monaten ist der durch, weil die Ämter ja auch entsprechend lange brauchen, in 6 Monaten bestellst du die Ware. So, was passiert jetzt? Du hast die Preise, die du ihm festgeschrieben hast, in 6 Monaten sind die anders. Was macht man bei solchen Verträgen? Wir haben den Fall gehabt bei Unternehmen in der Fertighausbranche, die haben das nicht gemacht. Die haben dann tatsächlich den Kunden teilweise 10.000, 20.000 Euro geboten, vom Vertrag zurückzutreten, weil die sonst 50.000, 60.000, 70.000 Verlust gemacht hätten durch die Materialsteigerung. Ja. Und das ist halt nicht witzig, das ist wirklich ein riesiges existenzielles Risiko. Und dieses Risiko war denen damals nicht bewusst, jetzt ist es aber bewusst, denn jetzt kann man dagegen vorgehen. Und was wir unseren Partnern empfehlen, bau in deinen Vertrag eine Klausel ein, die besagt, der Preis bezieht sich auf den Materialpreis von Hersteller XYZ, der aktuell so und so liegt. Wenn dieser Preis in 6 Monaten oder wenn der Bauantrag durch ist, höher sein sollte, berechnen wir rein die Erhöhung, also keine Marge, kein irgendwas dran, rein die 1:1 Erhöhung, berechnen wir nochmal drauf. Ja. Und das kann man machen, da werden sich die Kunden auch drauf einlassen, wenn man das so erklärt. Mhm. Weil den Kunden bringt es auch nichts, wenn du in 6 Monaten immer noch den gleichen Preis hast, du dann in Vorleistung gehen musst und der aber sein Produkt nie am Ende sieht, weil du pleite bist, bevor er irgendwas gebaut werden kann. Ja. Und der damit ein paar Scheiben, Glas und ein paar Stützen zu Hause steht mit seinem Material, aber die Arbeitskräfte nicht mehr da sind, weil das Unternehmen pleite gegangen ist. Das bringt ihm ja auch nichts. Ja. Ne? Also die 1:1 Steigerung, man macht da keine Marge mehr drauf oder so, das ist klar. Sagst dann, gut, wenn Material 10% teurer ist, hier kannst du am Hersteller nachweisen, Herstellerrechnungen, dass es genau so ist. Dann berechnest du die 10% eben, die ist teurer geworden, also 5%, wenn 50% Materialanteil sind, dann berechnest du da einfach mit. Ja, also viel bei dem Thema geht halt über Transparenz. Ne? Transparenz ist das Wichtigste. Immer. Ja, also da einfach nicht zurückschrecken, auch dem Kunden genau zu erklären, wie das Ganze jetzt zustande kommt. Wie gesagt, weil am Ende, du hast die Situation dir ja auch nicht ausgesucht, dass die Preise steigen. Das kommt ja nicht von deiner Seite aus sozusagen, sondern du musst dich einfach sozusagen dem Markt auch beugen und das einfach dem Kunden dann auch transparent erklären. Und darum geht es einfach bei dem Thema. Ja. Ne? Und wenn du merkst, okay, er will das nicht machen, okay, dann ist auch okay. Ja. Aber lieber einen Auftrag nicht machen, als einen, wo du kein Geld verdienen kannst von vornherein. Ja. Oder wo du halt ein sehr großes Risiko hast. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Okay, ja, sehr gut. Ich denke, das waren wieder 3 sehr, sehr spannende Punkte. Wenn dir das gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da oder folge uns. Und ich wünsche dir noch einen guten und erfolgreichen Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.